Und die Eisenspitzhacke ist schon leider fast Schrott. Ich höre schon wieder Lava. Ja. Level 10 ist ja schon mal was, bis ich meinen ersten Zaubertisch habe, von dem ich nicht weiß, wie er geht. Gut, da ist kein Kies. Alter, dieser Kies geht mir auf den Sack. Aber sowas von. Alter, jetzt die Schrott, da habe ich noch eine gut. Ja, okay, genug Eisen sollten wir jetzt haben. Was, nur 26? Kam mir viel mehr vor. Okay, auf der Höhe ist Eisen jetzt ein bisschen seltener als Redstone. Alter, ist schon wieder Eisen. Ich baue jetzt erstmal weiter, bis ich meine Holzspitzhacke geschrott habe. Jetzt hier schon mal eine Fackel drauf, dass ich mich erinnere, wo das Eisen hier ist. Na, ich gehe einfach gleich zurück und baue es ab. Wenn diese Spitzhacke hier Schrott ist. Ich wette, wenn diese Spitzhacke hier Schrott ist und meine Eisen fast Schrott ist, mache ich einen Stein weg und dahinter sind Diamanten und ich kann sie nicht mehr abbauen, weil meine Spitzhacke Schrott ist. Da muss ich mir erstmal einen Ofen bauen. Ja, es ist schon wieder Nacht draußen. Oh, über mir. Ich sehe die ganzen Rohstoffe über mir gar nicht. Boah, das ist Redstone. Boah, dann da gleich wieder Kohle, noch mehr Redstone. Ich glaube, ich werde hier mit Level 15 durch die Kohle und das Redstone. Alter, wie weit ich jetzt schon von meinem Gang weg bin. Alter, ist auch noch Redstone. Ja, Level 15 könnte ich damit sogar werden. Oder doch nicht, weil meine Spitzhacke Schrott gehen wird davon. Ja, noch schnell ist abgebaut. So, damit sollte das Drip Mine für uns beendet sein. Ah, und die Kohle kann ich sogar doch noch mitnehmen. Ich wusste jetzt nicht, ob man mit einer Holzspitzhacke die abbauen kann. Zwei Diamanten ist ziemlich wenig. Ich habe ja davor immer, bevor ich überhaupt Let's Plays aufgenommen habe, immer mal ein bisschen geredet und aufgenommen. Da habe ich immer das gleiche gemacht und ja, da kamen schon mal so 20 Diamanten bei rum. Und der Startpunkt bei dieser Map ist auch nicht gerade der beste gewesen. Komm, jetzt baue ich hier noch ab. Okay, das war's.
So, das fasst diese Folge hier auch schon zu Ende. Nein, oder? Nein. Alter, dieses Schwette dahinter ist uns noch ganz viel Redstone. Ich baue das selber mal mit der Hand auf, obwohl da nichts passiert. Nein! Kann man es auch mit einer Stein abbauen? Ach, jetzt muss ich was. Egal. Bitte kann man das auch mit Stein abbauen. Natürlich nicht. Alter, soll ich jetzt hier noch kurz warten und... Ja, ich warte jetzt hier. Ich habe sogar eine gute Idee, den können wir sogar mit dem Spirit Mine weitermachen. Ist für euch sogar der Part länger. Da, Eisen. Baue ich mir hier noch daraus eine Spitzhacke. Mach mir nochmal hier und baue mir daraus nochmal eine Steinspitzhacke. Und die letzten zwei sind für die Eisenspitzhacke. Ich warte jetzt kurz auf drei Eisen, dann lasse ich den Ofen hier sogar weitermachen. Ja, ich muss mir erstmal eine Eisenspitzhacke machen. Und so. Okay. Spring jetzt einfach mal darüber, weil ich sonst nicht weiß, wo mein Ofen ist und laufe dann einfach vorbei, weil ich jetzt nicht in jeder Wand hier so reingucke. Ach, ist er da? Nein. Sonst werde ich den vielleicht... Alter, wie bist du da gespawnt, du Mongo? Wieso ist der da gespawnt? Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Alter. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass hier ein Zombie ist. Ich habe mich gerade sowas von erschreckt. Und da ich kein Schwert hatte... Ich ändere das jetzt mal. Schwert, Eisen, Stein, Fackeln, Stein, Essen. Stein brauche ich zum Zubauen. Die Spitzhacken da hinten sind Reserve. Oh, ist schon ziemlich spät. Okay, das hier wird wahrscheinlich am 25. hochgeladen werden. Weil es lädt ja gerade hoch und heute Abend habe ich keine Zeit zum Hochladen. Da ist Weihnachten mit der Familie feiern. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust hochzuladen. Ich könnte zwar meinen Laptop anmachen, aber... Ach, ich überleg's mir noch. Seht aber gerade so viel hoch, ich lade heute. Genau deswegen habe ich das Stein da. Oh, ganz viel Redstone. Welch ein Wunder, dass hier Redstone ist. Okay, aber hier ist wirklich nur Redstone, mehr nicht. Wie voll sind wir denn? Oh, schon ziemlich voll. Dafür mache ich jetzt hier so zu. So, dann kommt noch hier kurz zu. Und dann wird schon weitergearbeitet.
Hab ich ein Pech mit den Diamanten. Okay, ich glaube, der Part ist jetzt schon eine Stunde lang. Deswegen werden es wahrscheinlich doch zwei Parts werden. Oder ich denke mal, es ist eine Stunde lang. Ich weiß jetzt nicht, was ich angefangen habe aufzunehmen. Eine Stunde oder eine halbe Stunde? Gold. Obwohl ich kein Fan von Gold bin. Ich mag Eisen mehr als Gold. Also in Minecraft, im echten Leben. Ja, da mag ich Gold mehr. Ja, auf YouTube ist ja alles dunkler, deswegen werde ich meine Fackel. Nein, die setzt sich da hin. Wie feiert ihr eigentlich Weihnachten? Das interessiert mich auch noch. Oder feiert ihr es überhaupt? Okay, ihr könnt mir auch einfach schreiben, nein, wir feiern nicht, aber ich krieg Geschenke. Oder so. Ich habe ja auch mal gehört, Muslime essen ja kein Schweinefleisch, sollte bekannt sein. Ich habe aber gehört, dass manche nicht mal in Minecraft Schweinefleisch essen. Wenn ihr muslimisch seid, könnt ihr mal und eure Meinung unterschreiben. Ja, Entschuldigung. Alter. Beim 100. Part gibt es den ersten Map-Download, obwohl ihr den zwar auf den Seed habt. Alter, warum ist so viel Erde? Und es ist schon wieder Tag und ich grab mich hier an der Küste lang. Ich war schon wieder Lava und habe immer noch keine Dias gefunden. Also beim Script mine, die habe ich in der Mine gefunden. Alter, das ist so eine Scheiße. Ein Glück war es jetzt nur bei der einen einzigen Stelle. Ich hätte jetzt keinen Bock die ganze Zeit. Die Scheiß-Kies. Alter, die Scheiß-Kies, ey. Mann. Schon wieder ist hier irgendwo Lava. Sie nicht. Nee, jetzt höre ich sie nicht mehr. Jetzt höre ich sie wieder in dieser Richtung. Irgendwo da. Ach, da sieht man sie sogar schon tropfen. Über mir ist gerade. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal. Ich möchte ja schließlich noch nicht sterben. So. Strip Mining geht schon wieder dem Ende. Neigt sich dem Ende schon wieder.
Eisen. Ich habe so ein Pech gerade. Redstone. Und schon Level 18. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt langweile bei dem Strip-Mine. Wenn nicht, spult einfach vor. Ist mir eigentlich egal. Ich mache es ja nur am Anfang und jetzt nicht immer. Wie gesagt, ist der erste Part und ich möchte erst erstmal von euch wissen, ob ihr es überhaupt okay findet, dass ich Strip Mining mache. Und ich kann ja nicht Gedanken lesen und weiß, dass ihr jetzt es nicht gut findet. Und wird die Kohle für Level 20 reißen? Nein, doch, könnte sein. Nee, wahrscheinlich nur noch 19,5. Naja, nicht mal. Da ist doch noch Kohle. Ist mir zu gefährlich. So, kann ich da nicht mehr reinfallen. Es gibt ja Let's Player, die den ganzen Erz der die ganzen ersten 10, 15 Parts nur mit Trollsachen rumrennen. Das finde ich irgendwie kacke. Und 20. Ich wette, bis wir mit dem Strip Mine fertig sind, sind wir 25. Alter, hatte ich gerade Schiss, dass ich sterbe. Meine Fresse. Ich mache schon wieder so gefährliche Sachen. Ich wette, jetzt funktioniert meine Shift-Taste gleich nicht. Ich stürze voll in die Lava. Ne, ist mir zu gefährlich. Ich baue mich hier außen rum lang. Naja, außen rum habe ich gerade auch keinen Bock wegen den Kies. So, jetzt habe ich wieder Lust auf außen rum. Lohnt sich das überhaupt? Oder ist hier nur diese Kohle? Ne, das Redstone in der Höhle, es lohnt sich ein bisschen. Ein bisschen. Redstone? Da. Guck erstmal, ich lohne es erstmal hier ein bisschen nach vorne. Ja, das sollte für Level 25 reichen. Also nicht nur diese Höhle hier, aber insgesamt. Ich schätze, diese Höhle bringt uns bis 23. Ich werde dich verlaufen nicht. Dann habe ich meinen schönen Ofen verloren.
Es wäre jetzt nicht so tragisch, aber trotzdem nicht schön. So, jetzt geht's ein bisschen schneller. Gold. Baue ich das ab? Wieso baue ich eigentlich jetzt nicht das Ganze hier zu? Da kann ich nicht mehr reinfallen. Kann mir alles angucken. Also fast Gold. Obwohl sich Gold in diesem Spiel hier kaum lohnt. Also nicht wirklich. Oder ist Gold irgendwo besser als Eisen? Also bei den Werkzeugen ist es 10-mal schlechter als Eisen. Da geht's nach oben. So verbrauche ich auch mal schön meine Steine, die ich jetzt zu viel habe. So. Mal gucken, ob es mit den 23 stimmt. Könnte hinkommen, vielleicht. Nein, 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 nein. Ach, kommen die schönen Sachen. Naja, wenigstens habe ich die EP bekommen. Da ist noch Kohle. Ich wusste doch, dass hier irgendwo Kohle noch ist. Und da geht es auch noch hoch. Da gucke ich jetzt noch mal kurz hoch. Ich mache das jetzt nur kaputt wegen dem EP. Später werde ich immer die Kohle kaputt machen, wenn ich eine Diaspitzhacke mit Effizienz oder sowas habe. Brauche aber eine auch mit, wie heißt das, diese Verzauberung? Glück, okay. Ist jetzt nur bei Diamanten wirklich wichtig. Ich dachte aber an dieses, wie heißt denn das, dass die Sachen so bleiben, also wenn man Keenstone abbaut, dass dann noch Keenstone rauskommt. Wie heißt denn das? Ich hab's wieder vergessen. Dann Enderman. Alter. Ich habe gerade schon gedacht, wir sind tot. Weil ich halt auf einmal mein... können die jetzt auch immer die Waffen wechseln? Weil ich hatte auf einmal irgendwas anderes in der Hand, nicht mehr mein Schwert. Wäre ziemlich heftig. Ich hätte jetzt gerne Optifine. Ich hab's ja sogar, aber irgendwie wird's nicht klappen. Wow. Ich bin nie wieder zum Ofen zurück, das sehe ich schon. Und es könnte wirklich sein, dass ich hier mit 30 rausgehe. Mit dem ganzen Eisen im Ofen noch. Ganz schön heftig.
Vielleicht gehen wir schnell alles aus. Alter, ist diese Scheißhöhle groß. Alter, geht's in alle Richtungen weiter. Hier bei der Lava ist nochmal kurz interessant zu gucken. Boah, schon. Aber vorbei. Alter, ich hab Schiss, dass die mich da reinschlagen. Alter, diese Scheißhöhle ist so riesig. So, hier schon mal ein Ende. Ich gehe auch gleich wieder zurück, weil meine Spitzhacke gleich Schrott ist. Und ich außerdem nicht zu weit entfernt sein möchte. Aber dank der Minimap kann ich mich nicht richtig verlaufen, weil ich weiß ja noch, von wo ich gekommen bin. Ich hätte mir einen Waypoint setzen können. Das wäre ziemlich clever gewesen, aber an sowas denke ich ja nicht. Oh shit, Alter. Ich baue da lieber nicht weiter ab. Ich habe hier vorne noch irgendwo Redstone. Da. Ist das ein Geräusch vom Enderman? Ne, das Wasser gut. Da habe ich mal eine Idee. Der macht das nämlich die ganze Lava da unten aus. Plan geklappt. Mach wieder zu. Mach ich wieder zu. Ich finde hier alles außer Diamanten. Okay, die Höhle neigt sich dem Ende. Also die eine Richtung. Aber ich habe meine Eisenspitzhacke neigt sich leider auch ziemlich stark dem Ende sogar. Okay, das restliche Stück nehme ich jetzt mit. Falls ich jetzt noch irgendwas Tolles wie Diamanten finden sollte. Echt schade, dass ich jetzt hier sogar aufhören muss. So einer geilen Höhle. Shit, von wo kam ich? Kam. Alter, von wo kam ich? Lapis, das nehme ich nochmal mit. Komm bitte, reich Spitzhacke. Okay, war sowieso nur der eine. Okay. Jetzt haben wir keine Spitzhacke mehr. Wurde dann kurz ein Apfel. Von da sind wir eigentlich, können wir gar nicht gekommen sein. Alter, da ist doch Redstone. Ich wäre hier sowas von Level 30 geworden. Muss ich nur noch wissen, von wo ich gekommen bin. Von da oben. Ich bin ja irgendwo hochgeklettert, glaube ich. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube von hier. Ja, sieht ganz so aus. Ja, ich laufe wieder zum Strand. Gut. Ja, hier kam ich noch. Super. Ich mache hier so einen Gang außenrum lang. Schleiche jetzt nicht, möchte jetzt nicht verbrennen. Und sind wir schon wieder am Gang? Ja, da sind wir wieder am Gang.
Ja, das jetzt war eine super aufregende Erkundungstour. Okay, Erkundungstour war es ja nicht so wirklich. Würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir das Haus weiter. Verabschiede mich schon langsam von euch. Ich dachte, da hätten wir einen Enderman. Hier ist noch Eisen und so alles drin. Da haben wir unser Eisen wieder. Den Ofen können wir gar nicht mitnehmen, sagst du? Außerdem habe ich keinen Spitzhack und habe keinen Bock, so lange den abzubauen. Scheiße, müssen wir da halt laufen. Was? Hier sind wir schon. WTF, so schnell war meine Spitzhacke schon kaputt, dass hier schon der Ofen war. WTF. So, jetzt ist der Stein alle. So, hier ist das Treppensystem. Und da sind wir schon da. Bauen hier zu. So, packen hier noch ein bisschen Ofen. Ne, das packe ich noch mal raus. Machen uns noch einen zweiten Ofen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das ganze Zeug mit in die neue Wohnung nehmen soll. Ich habe hier viel zu viel. Kommt das da rein? Das kann ich doch niemals alles mitnehmen. Oder ich setze mich hier in Waypoint und hole das ganze Zeug dann, nachdem ich die Wohnung gebaut habe. Das könnte ich machen. Waypoints. Add. Altes Zuhause. Okay. So, jetzt sind wir hier. Jetzt lohnt sich doch mal wieder raus. Ja, es ist Tag. Wie spät ist es? Der Tag hat gerade begonnen, gut. Ja, dann nehme ich jetzt noch meine Axt, fäll ein bisschen Holz. Ich warte jetzt, bis das noch fertig ist. Alter, meine Kiste ist ja bis. Jetzt nehme ich mal mit. Okay. Theoretisch könnten wir sogar hier unser Haus bauen. Musste ich nur die ganzen Bäume hier wegnehmen. Würde aber ein bisschen dauern. Dann müsste ich auch den ganzen Berg hier wegnehmen. Nee, darauf habe ich keine Lust hier. Ich schrotte jetzt die Axt. Okay, ich muss schon in einer halben Stunde los. Deswegen kann ich das Video nicht mal heute hochladen. Also, für euch gestern hochladen, also Weihnachten. Und ich nehme auch schon wieder viel länger auf, als ich wollte. Ich glaube, ich mache dann auch noch irgendwann ein Tutorial, how to find diamonds. Also wie man Diamanten findet. Und seid einfach gespannt, was denn noch so viel Tutorial kommt. Könnt mich auch gerne abonnieren. Ich würde mich über jedes Abo freuen. Und bitte, wenn ihr einen Daumen runter gebt, begründet das bitte. Einfach kann ich das nicht auf. Damit. Ich guck mal kurz, vielleicht ist es nur ein Fehler.
Das war nur ein Fehler, toll. Jetzt kommt noch der weg hier. Und jetzt müssten noch circa drei Stück gefällt werden. Dann ist die Axt Schrott. Eins, zwei und drei. Lol, wenn die kaputt geht, geht der Timberwort nicht. Ist ja scheiße. Egal. Zurück zu unserer Höhle. Okay. Kommt da rein. Ne, Äpfel habe ich da nicht mehr drin. Das muss stimmen. Ja, es dauert noch ein bisschen. Naja, dann nehme ich das jetzt noch kurz raus. Ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis im nächsten Part. Und gebt bitte ein Feedback und schreibt, was ich als nächstes bauen soll. Ob ich ein Bauernhaus bauen soll oder eine riesige Villa mit Pool. Ja. Okay. Tschüss. Okay, jetzt gehe ich noch ins Haus rein. Okay. Tschüss.